Hallo zusammen, ich möchte euch in diesem Video erklären, wie ihr die Wurzel aus 162 grafisch darstellen könnt. Ist ein wenig komplizierter, geht aber immer gleich. Wir nehmen uns wie bei den anderen Beispielen die Zahl unter der Wurzel her. Es ist das sogenannte Radikant 162 und haben nun als Aufgabe 162 entweder als Summe oder als Differenz von Quadratzahlen darzustellen. Eine Quadratzahl ist zum Beispiel die 49. Es ist 7 zum Quadrat. 7 mal 7 ergibt 49. Eine Quadratzahl ist zum Beispiel 64. Es ist 8 zum Quadrat. 8 mal 8. Ist 64. Eine Quadratzahl ist auch 81. Es ist 9 zum Quadrat. 9 mal 9 ist 81. Wir erkennen hier, wenn wir genau schauen, 162 ist gleich 81 plus 81. Somit haben wir unsere Gleichung gefunden. Wir haben 162 dargestellt als Summe von zwei Quadratzahlen, 81 plus 81. Ich kann es noch anders aufschreiben, 162 ist gleich und mache aus 81 9 zum Quadrat plus 9 zum Quadrat. Ist ja das Gleiche, ist nur anders geschrieben. Hier erkennen wir schon eine Parallele zum pythagoreischen Lehrsatz. C² ist gleich A² plus B². Also Hypotenuse zum Quadrat ist gleich Kathete zum Quadrat plus Kathete zum Quadrat. Und wir wissen ja, wir können hier die Wurzel ziehen. Somit können wir uns die Hypotenuse ausrechnen. C², die Wurzel daraus, ist C. Somit ist C gleich die Wurzel aus A² plus B². Okay? Nachdem wir hier die Wurzel ziehen haben können, können wir das hier bei dieser Gleichung selbstverständlich auch machen, um die Länge der Hypotenuse zu ermitteln. Somit steht auf der linken Seite Wurzel aus 162 ist gleich Wurzel aus 9 zum Quadrat plus 9 zum Quadrat. Kathete zum Quadrat plus Kathete zum Quadrat. Das heißt, wir haben hier eine Parallele zum pythagoreischen Lehrsatz gefunden. Und der pythagoreische Lehrsatz gilt hier, wie wir wissen, im rechtwinkeligen Dreieck. Nun haben wir an und für sich ein rechtwinkeliges Dreieck mit der Kathetenlänge 9 und noch einmal mit der Kathetenlänge 9. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr Wurzel 162 auf einer Zahlengeraden darstellen könnt, indem wir einmal eine Zahlengerade zeichnen und ruhig alle Werte einzeichnen. Das ist zwar ein wenig mühsam, aber damit erkennen wir das Ergebnis meiner Meinung nach besser. Wir beschriften auch 0, 1, 2 und so weiter und so fort. Neun, die Kathetenlänge. Es geht aber noch weiter, weil ja die Länge der Hypotenuse, die Wurzel aus 162, ja sicher mehr als 9 sein wird. Logischerweise. Wie viel wissen wir jetzt noch nicht? Gehen wir mal bis zu 13 nach oben. Rechtwinkeliges Dreieck, Kathetenlänge 9, rechter Winkel und noch einmal
Kathetenlänge 9. Ich mache es jetzt ganz genau, dass du dir das wirklich gut vorstellen kannst, wie das gemeint ist. Und ich beschrifte es auch noch einmal ganz genau. Wir haben ein rechtwinkeliges Dreieck mit einer Kathetenlänge von 9 und mit einer zweiten Kathetenlänge von 9. Und wir wissen, die Wurzel aus Kathete zum Quadrat plus Kathete zum Quadrat ergibt die Hypotenuse. Die Wurzel aus Kathete zum Quadrat plus Kathete zum Quadrat ergibt die Länge der Hypotenuse. Also ist diese Länge die Wurzel aus 162. Mit Hilfe des pythagoreischen Leersatzes und im rechtwinkeligen Dreieck konstruiert. Nun wollen wir diesen Wert aber auch auf die Zahlen gerade übertragen. Wir nehmen diesen Wert Wurzel aus 162 in den Zirkel. Das ist jetzt hier die Länge der Hypotenuse in diesem rechtwinkeligen Dreieck. Das ist Wurzel 162. Und wir nehmen diesen Wert und schlagen uns diesen Wert einfach nach unten ab. Somit haben wir den Wert übertragen auf die Zahlen gerade. Und hier müsste jetzt exakt Wurzel aus 162 sein. Das überprüfen wir selbstverständlich mit dem Taschenrechner, ob wir richtig sind, und runden das Ergebnis auf zwei Kommastellen, also 162, und die Wurzel daraus gezogen, wenn du hier genau schaust, erhältst du 12,727. Wenn ich das auf zwei Kommastellen runde, ergibt es 12,73, weil ja die dritte Stelle ein 7er war und somit muss ich die zweite Stelle aufrunden, aber so genau wollen wir es jetzt nicht nehmen. 12,73, das ist ungefähr die Wurzel aus 162 und du siehst auch hier, das stimmt zwischen 12 und 13, näher bei 13 liegend, ist der Wert Wurzel aus 162. Mit Hilfe des pythagoreischen Leersatzes und dem rechtwinkeligen Dreieck konstruiert, grafisch dargestellt. Alles klar?